Hallo zusammen und willkommen zu unserem Webinar Feedback, Kompetenzen ausbauen, Mission gegenseitiger Beurteilung. Ich bin Mary Kutsch, Moodle Educator Manager und ich freue mich, Dag Klimas, YouTuber, Moodle Experte, Moodle Fan begrüßen zu dürfen, der uns heute über gegenseitige Beurteilung in Moodle sprechen wird. Das wird ein tolles, interaktives Webinar. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie sie in den Chat und Dag und ich werden sie uns im Verlauf ansehen. Okay, Dag, jetzt bist du dran. Okay, wir sehen erstmal herzlich willkommen nochmal von hier aus. Mein Name ist Dag Klimas. Wer mich kennt, ich habe eine vorlaute Klappe. Ich bin gebürtiger Berliner und aus der Vorwärmweise, wir haben das auch schon jetzt hier uns geduzt. Alles das, was ich ehrenamtlich mache, mache ich dann immer in der Du-Form. Wir haben den Überblick gerade bei Mary. Wir haben Aufwärmphase. Wir werden uns dann über den Kursraum beschäftigen, Feedback-Kompetenzen überblicken, Szenarien erleben und es wird ein Fazit und Ausblick geben. So, jetzt werde ich meinen Bildschirm versuchen zu teilen. Das ist immer das Interessante, dass mal der eine Bildschirm und mal der andere Bildschirm Nummer eins ist. Aber das schaut nach meiner Denke erstmal gut aus. Hier seht ihr gerade noch die Seite vom Moodle Guide. Das ist aktuell das Zuhause. Das heißt, da ist dann der Moodle Medienguide drauf. Der Link zur Moodle Gemeinschaft, die Links zu den Videos. Soweit nur einmal in der Aufwärmphase Teil Nummer 1. Gehen wir jetzt hinein und schauen uns das einmal aus der Teilnehmersicht an. Jetzt will ich nur kurz gucken, wie weit ich diese Technik hier dazu kriege, dass ich sehen kann, was ich übertrage. Das möchte sie mir gerade nicht zeigen. Okay, dann hoffen wir einfach. Wir haben hier unseren Kursraum. Dieser Kursraum hat im Kursindex hier dann die Inhalte. Da werden noch mehrere hinzukommen. Wir haben als nächstes nachher hier drin die Informationen direkt selber und darüber wird das Ganze gesteuert. Kommen wir erstmal zum Aufwärmen. Heißt in dem Bereich erstmal heute einen Überblick gewinnen. Heute das Ziel ist, nicht der Weg ist unser Ziel, sondern der Weg, doch nicht der Weg ist das Ziel. So, jetzt habe ich mich selber verhaspelt. Und das Ziel ist dann heute hier unser Ziel. Das heißt, wir wollen das ganz gerne jetzt hier uns durch das Labyrinth bewegen. Denn jeder, der irgendwann mal mit der gegenseitigen Beurteilung was gemacht hat, hat da sicherlich das ein oder andere Fragezeichen bei sich ausgelöst. In dem Video, was ist mir beim Vorbereiten von Kursen wichtig, hatte ich das schon mal behandelt, deswegen nur kurz für euch zur Einordnung. Wir sind heute hier in dem Bereich, wo es um Kontext von Informationen geht. Das heißt, ein Überblickswissen ist die Stufe bei mir immer die Stufe kennen und wir werden etwas dabei auch in die Anwendung kommen, nämlich aus der Sicht der Teilnehmenden, deswegen interaktiv. Und das Ganze ist dann Einsteigerwissen, das heißt hier dann das Verstehen. Das heißt, wir werden keine Übung haben. Bei den Rahmendaten und Organisatorisches ist es dann noch der Hinweis, das ist ein interaktives Webinar. Mary hat euch in der Zwischenzeit schon Anmeldenamen zukommen lassen. Gleich könnt ihr dann auch euch damit anmelden. Wartet bitte noch einen Augenblick. Ihr erzeugt dabei Beispieldaten, die wir dann nachher sehen und damit dann sehen können, wie dieser ganze Ablauf hierbei erfolgt. Aus meiner Sicht gut zu wissen, was heute nicht Gegenstand ist, wir werden nicht üben. Wir werden die Themen Kompetenzen, Gruppen und Gruppierung nicht machen, Verfügbarkeit und auch keinen automatischen Phasenwechsel. Da werde ich nachher nochmal drauf hingehen. Macht sowas nicht zum Anfang. Ihr habt nur Stress. Es geht auch einfacher zum Start. Die Zugangsdaten schaut jetzt so rum aus. Die Adresse ist dann bitte Didaktik, das kann ich jetzt auch einmal geschwind, wie einmal ein Trainerkollege gesagt hat, in den Chat euch reingeben. Wenn mir dieser Chat hier gezeigt werden würde. Da kommt die URL, da könnt ihr das schon mal begleitend im Hintergrund aufrufen. Die Zugangsanmeldenamen habt ihr bekommen. Die fangen alle mit einem U an und das Kennwort ist für euch alle einheitlich Moodle und dann die Ziffer 1. Das ist der einfachste Weg heute jetzt hier im Webinar.
Die Anmeldenamen sind zwar erratbar, aber da sind verschiedene Parameter dabei, die zufällig sind. Soweit erstmal der Part. Wenn ihr euch gerade anmeldet, dann seht ihr die Anmeldeseite, das Kennwort eingetragen, Login. Dann darf der Datenschutz natürlich nicht fehlen. Wichtig ist jetzt dabei, die Nutzerkonten, das gesamte System werden nach dem 15.10. gelöscht, also keine weitere Speicherung der Daten in dem Augenblick. Weiter. Und wenn ihr wollt, dann bestätigen. Wenn ihr nicht wollt, tja, dann könnt ihr nicht mitmachen. Im nächsten Schritt kommt ihr in dem Augenblick in den Kurs hinein. Zugang hat erstmal geklappt. Wenn es bei jemandem nicht geklappt hat, bitte gerne mir einen Hinweis geben im Chatkanal. Ich warte noch einen Moment ab und fahre sonst jetzt fort. Die Besonderheiten, die bei dem System sind: Der E-Mail-Versand ist deaktiviert. Damit könnt ihr auch nicht den Kennwort-Vergessen-Prozess starten. Sofern heute euch ein Kennwort verloren geht, triggert bitte einfach Mary bitte an oder mich. Dann setzen wir den Anmeldenamen oder setzen wir auf Basis eures Anmeldenamens das Kennwort wieder auf Standard zurück. Die Verfügbarkeit habe ich schon eben erwähnt. Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken bei Idaktik, dem Premium Moodle-Partner in Österreich, die mir ganz einfach jetzt hier auch diese Plattform zur Verfügung gestellt haben, damit wir wirklich diese Umsetzung realisieren können. Und nochmal Glückwunsch. Ich habe gesehen, Ursula ist dabei, dass ihr auch im Kreis der Premium-Partner seid. Gehen wir im nächsten Schritt. Hinweise. Es geht bei mir jetzt darum, eine Reise vom Bekannten ins Unbekannte mit euch zu machen. Man kann diese ganze Umsetzung, und ich habe ja einige Namen schon gesehen aus der längeren Zeit von Moodle, man kann das so oder so machen, also sprich, man kann das auch anders machen. I did it my way. Als ich vor 2 Jahren meine Frau geheiratet habe, stand auf unserer Karte drauf, we did it our way. Wenn ihr Fragen habt, danach als Beispiel, dann geht bitte in die Moodle Community, deutschsprachiges Moodle, da ist das Zuhause. Und dort können wir ganz einfach dann auch andere sich aktiv mit einbringen. Nicht? Da ist dann bessere Möglichkeit. Unsere Agenda, wir haben den Gleitkurs jetzt schon mal überblickt. Jetzt kommen wir zu dem Themenbereich Feedback-Kompetenz überblicken. Nicht? Das ist ja unser Aufhänger, Feedback-Kompetenzen ausbauen. Wir werden uns dann mit Szenarien auseinandersetzen und es gibt für euch weitere Informationen. Hinweis. Ihr kommt nachher auch an die A5P-Objekte heran. Komme ich in den Punkt hinein, wie schaut das aus mit dieser Leistungsreflexion? Weil das passt ja nun in dem Augenblick, ja gerade wenn wir Feedback auch haben, hinein. Wir haben einerseits die Möglichkeit, die klassische Situation, dass ein Trainer, eine Trainerin die Leistung von Teilnehmenden halt bewertet. So nennt sich das dann auch in Moodle. Ist im Aufgabenmodul als Beispiel. Wir können das Ganze automatisiert haben durch Moodle, sprich auf Basis der Einstellung. Wir denken mal an das Testmodul. Wir haben die Möglichkeit, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich selbst beurteilen quasi. Ist in dem Augenblick, stellt euch vor, ihr habt einen Lerninhalt und danach gibt es eine Fragestellung und eine Musterlösung. Dann sagt der Teilnehmer, die Teilnehmerin selber, kann ich. Jetzt kommen wir zu dem Bereich, der für uns natürlich interessanter ist, also für mich aus der didaktischen Sicht. Wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander das machen. Das können wir also in dem Augenblick machen, dass wir eine Ergebnispräsentation machen können, im Frage-Antwort-Forum. Dann gibt es die Reflexion zum Beispiel als Antwort. Wir können eine Ergebnispräsentation im Standardforum machen, dort natürlich dann diskutieren, in der Datenbank mit Kommentaren arbeiten. Das gleiche gilt fürs Glossar. Und im Wiki könnten wir den Text ergänzen. Unser Beispiel heute, unser heutiges Thema ist die gegenseitige Beurteilung. Das heißt, hier werden Einreichungen dann von zugewiesenen Personen beurteilt. Und jetzt habt ihr schon einmal den Begriff beurteilt gehört. Es ist eine Unterscheidung innerhalb von Moodle. Bewerten tun Trainerinnen und Trainer. Beurteilen tun dann in der gegenseitigen Beurteilung die Teilnehmerinnen.
Wie schauen meine Prioritäten in Trainings aus? Ich habe jetzt gerade mal durchgeguckt. Ich glaube, zwei waren einmal bei mir auch in einem Präsenztraining. Damals war es Geschichten aus dem alten Berlin. Meine Prioritäten, wenn ich Trainings mache, ist, dass die Teilnehmer sich untereinander austauschen. Das ist ja das Wichtigste dabei. Lehrvorträge, wie jetzt zum Beispiel dieses Webinar, sind ja ganz schick, aber Interaktion der Teilnehmer ist ja viel interessanter. Heißt, du hast dies gelernt, ich habe jenes gelernt. Was macht sich? Das heißt, die Gruppe tauscht sich fachlich aus, tauscht sich über die Erfahrungen aus, über die Kompetenzen als Beispiel und die Ideen, die man hat, zu sagen, hey, vielleicht kann man das so rum machen. Lasst uns das ausprobieren. Haben wir einen Lerneffekt. Und die Teilnehmenden geben sich gegebenenfalls gegenseitig Feedback, zu sagen, okay, das war jetzt eine tolle Idee, da könnte man noch dies oder jenes realisieren, um das Ganze vielleicht nach vorne zu bringen. Zweiter Teil, wenn wir diese Prioritäten haben, im Präsenztraining, aber auch im Webinar, sollte zur gleichen Zeit immer nur eine Person reden. Wir sind ja hier nicht im Deutschen Bundestag, wo manchmal dann mehrere Leute zur gleichen Zeit reden müssen. Das ist so ein paar Kilometer von hier entfernt. Ja, schon mal in diese Richtung dann. Ne? Heißt, da gibt es ja so eine gewisse Kultur, die man vielleicht untereinander haben sollte, dass man den anderen ausreden lässt. Aber genau das Reflektieren ist natürlich dann immer problematisch. Ihr kennt das vielleicht bei einer Seminargruppe, wenn ihr 15 Leute drin habt. Man fragt den ersten. Und dann kommt man so bei der Mitte an, dann ist man schon gut und dann heißt es schon, ist schon alles gesagt worden. Und genau das können wir in dem Augenblick mit Moodle lösen, dass wir nämlich sagen können, jeder kann zur gleichen Zeit in dem Augenblick Sender von Informationen sein, egal ob es jetzt im Forum ist oder ob es jetzt bei unserem heutigen Thema der gegenseitigen Beurteilung ist. Kommen wir zum Themenbereich jetzt hier, die Feedback-Kompetenzen zu überblicken. Also ich habe immer den Blick auf den Chat, aber noch habe ich nichts gesehen. Also von daher bin ich anscheinend auch von der Geschwindigkeit gut genug für euch. Die Feedback-Kompetenz, darum geht es ja in dem Bereich, zu sagen, wie kann ich das ausbauen? Und lasst mich mal mit dem Gedanken hier starten, dass der eine sagt Johari-Fenster, der andere sagt Johari-Fenster, soll uns mal Jacke sein wie Hose. Relevant ist, es gibt hier oben die Einordnung, es ist mir etwas bekannt, es ist mir etwas unbekannt. Da gibt es hier die Einordnung, anderen unbekannt, anderen bekannt. Heißt, mir bekannt und anderen bekannt ist die öffentliche Person. Also, wir haben es gerade vorhin gehabt, Doug ist ein Moodle-Nerd, den Begriff habe ich gerade von woanders übernommen, fand ich cool. Das ist dann die öffentliche Person. Jetzt gibt es Sachen, zum Beispiel könnt jetzt die eine oder andere Person von euch denken, man muss der da mit so einem, dieser alte Mann mit so einem Shirt rumrennen, solange es nur bei euch bleibt, also mir unbekannt ist, dann kann ich das natürlich auch nicht verändern. Und genau dieser Übergang vom blinden Fleck zur öffentlichen Person, das können wir als Feedback bezeichnen. Das heißt, das Ziel ist, dass ich etwas kenne, was anderen, aber nicht mir bekannt ist. Rückmeldung oder Feedback könnt ihr beide Begriffe nehmen. Und ein weiterer Impuls, den ich gerne mitgeben möchte, das Ganze ist nicht nur auf Selbstwahrnehmung, dass man sich auf Selbstwahrnehmung verlässt, sondern auch durchaus sagt, hey, wie komme ich in dem Augenblick an? Heißt auch gezielt, dies einzufordern. Ist jetzt ein bisschen Exkurs. Für unser Thema heute sind wir im oberen Bereich. Wenn wir Kommunikation haben, dann gibt es das Vier-Seiten-Modell, wo es ja darum geht, dass eine Nachricht vier Seiten hat in dem Augenblick. Der Sachaspekt ist in dem Augenblick, dass mir ein Verhalten vielleicht nicht passend ist, weil derjenige kommt immer zu spät. Dann kann ich das nächste haben, die Selbstaussage. Als Beispiel jetzt in unserem Feedback. Ich habe wahrgenommen, dass du immer, und das ist schon wieder eine falsche Formulierung, ne? Ich habe wahrgenommen, dass du gestern, wie auch schon die Tage vorher, zu spät gekommen bist. Immer ist ein schlechtes Feedback. Jetzt können wir noch sagen, okay, wie kriegen wir das Ganze in die Beziehungsebene hin? Ich finde, für unsere Teamzusammenarbeit wäre es besser, wenn du zukünftig, und da ist der Appell auch gleich mit dabei, pünktlich erscheinen würdest.
Ja, also das sind jetzt die Bereiche, bei denen das Vier-Seiten-Modell auch in dem Augenblick für das Feedback gültig ist. Was sollten wir berücksichtigen? Feedback können wir innerhalb von Schule, Ausbildung, Studium, Beruf und Projekte haben. Und jetzt eine Unterscheidung. Ich meine jetzt nicht das Feedback Lehrerin zu einer Schülerin, sondern oder Schüler, sondern es geht jetzt wirklich darum, dass die Ebenen sich gegenseitig Feedback geben. In der Schule, klar, haben wir auf der einen Seite in der Grundschule, wo wir das vielleicht lernen sollten, damals in der Oberschule, wo meine Kinder waren, war dann irgendwann mal der Bereich Methoden- und Medienkompetenz. Da gehört für mich das auch als Methodenkompetenz dazu. Im Studium, klar, muss ich auch irgendwo sinnvollerweise Feedback dann geben können. Das würde auf der Schulkompetenz natürlich aufbauen, sich weiterentwickeln. Im Beruf, wenn ich nachher Führungskraft bin, dann sollte ich auch vernünftiges Feedback geben. Oder in den Projekten ist das auch natürlich gegeben. Wichtig dabei ist, die unterschiedlichen Level bitteschön im Auge zu behalten. Ein freies Feedback ist halt schwieriger, würde ich auch nicht in einer Grundschule als Beispiel oder bei den Einsteigerinnen machen, sondern nachher erst in der späteren Phase. Welche Situation kann es jetzt nun geben in den Projekten? Wir haben heutzutage sehr viel agile Projekte und da gibt es dann, wenn sie richtig gemacht werden, auch Sprint-Reviews. Da können dann zum Beispiel Auftraggeberinnen oder Auftraggeber uns ein Feedback geben. Das sollte natürlich auch vernünftig sein, damit wir uns weiterentwickeln können. Aber auch natürlich die Projektgruppe kann und sollte sich zwischendurch Feedback geben, damit das Ganze nach vorne kommt. Damit es hier in dem Augenblick der blinde Fleck, den vielleicht einzelne Teammitglieder haben, die aber auch das Team belasten, vielleicht aufgelöst werden und damit die Zusammenarbeit verbessert wird. Als Vorgesetzte, klar, früher hatte ich jedes Jahr ein Mitarbeitergespräch zu führen. Dann ist das natürlich mit dem Feedback etwas schwierig, weil Feedback möglichst zeitnah halt anzusprechen. Und ich sehe gerade, Martina, du hast die Frage, die Folien, die ich jetzt hier habe, gebe ich dann im Anschluss gleich frei. Ich wollte bloß den ersten Abschnitt noch so machen, dass ich dann die Steuerung habe. Gott, dann waren wir bei den Vorgesetzten. Heißt, wenn jetzt was nicht gut läuft, sollte ich zeitnah auf den Kollegen, die Kollegin zutreten. Es gibt aber auch noch einen Bereich Rollenspiele. Ich weiß nicht, ob ihr mal bei sowas wart. Also ich war Führungskräftetraining, ich habe Verkaufstrainings machen dürfen als Teilnehmer, aber auch als Trainer damals. Und da gibt es ja verschiedene andere Dinge auch, ne? Projektleitertraining oder ähnlichem. Und da geht es jetzt dann auch darum zu sagen, wie kann ich demjenigen, der gerade im Rollenspiel oder die Videoseminare, wie ich es immer gerne genannt habe, wie können möglichst alle, die in der Seminargruppe sind, Feedback geben und wir denken mal wieder daran, das Ganze soll synchron ablaufen, das heißt, alle sollen zur gleichen Zeit das Ganze realisieren können miteinander. Welche Ziele haben wir? Nochmal der Verstärker, vom mir Unbekannten ins mir Bekannte zu bringen. Das heißt, das ist dann die persönliche Weiterentwicklung, die jeder Idee hat. Und für mich auch ganz wichtig ist, wenn jemand Leistung erbringt, natürlich immer unter der Betrachtung der unterschiedlichen Ebenen, Qualitätsmerkmale, das auch anzuerkennen. Und wir denken nochmal an das Vier-Seiten-Modell, Veränderungen. Wenn ich die habe, Wünsche habe, Erwartungen habe, diese dann auch in dem Augenblick zu kommunizieren. Das war Feedback geben Ziele. Schauen wir uns das Ganze an. Welche Varianten gibt es denn? Das Ganze könnte man sagen, ist vergleichbar zu der Wissensprüfung, die wir in Moodle haben. Nämlich, wir können eine offene Fragestellung haben und wir können eine geschlossene Fragestellung haben. Offen werden als Beispiel eine Aufgabe, Forum. Geschlossene Frage wäre klassischerweise im Test oder in der Lektion. Jetzt bezogen unser Feedback. Offen die Zusammenarbeit mit dir beschreibe ich wie folgt, Pünktchen, Pünktchen. Und dann würden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diesen Satz vervollständigen. Bei der geschlossenen Frage könnte es dann so rum sein, die Zusammenarbeit mit dir bewerte ich mit der Schulnote
Kennen wir alle, glaube ich, Land auf, Land unter. Die Kurzform Daumen hoch ist ja auch in dem Augenblick eine geschlossene Antwort, weil ich habe nicht viele andere Möglichkeiten. Kommen wir zu den Risiken und Nebenwirkungen. Häufig ist anzutreffende ausbaufähige Feedback-Kompetenz auf beiden Seiten. Heißt Entwicklungspotenzial. Da freuen sich dann die Trainerinnen und Trainer, wenn man sowas dann identifiziert und dann natürlich richtige Trainings drauf macht. Dann haben wir kulturelle Unterschiede. Und bitte, ich habe eine andere Auslegung von Kultur als vielleicht andere Menschen, deswegen sage ich das auch gerne. Kultur ist für mich immer, was in einer Gruppe passiert. Das können Bayern, Ostfriesen sein. Unterschiedliche Kultur. Das können aber auch Unternehmen sein, die halt natürlich ihre eigene Kultur haben und, und. Und es gibt auch Unternehmen, die haben, und das Wort gibt es eigentlich nicht, eine Unternehmensunkultur, wie ich es dann gerne nenne. Ja, dann gilt es irgendwo, den Koffer zu packen und zu gehen. Heißt, bei den Risiken auch der nächste Bereich, die ausbaufähige Konfliktfähigkeit. Beispiel. Ich gebe jemand das Feedback und derjenige eskaliert, weil in dem Augenblick fühlt er sich ungerecht, ungerecht behandelt und schon habe ich meinen Konflikt gegebenenfalls. Ich gebe es zu, ich fand gestern, als ich das Bild noch gesehen habe, einfach nur stark für die ausbaufähige Konfliktfähigkeit. Die beiden haben sie noch nicht. Kommen wir zu dem Bereich der Formen. Für mich auch, wenn wir jetzt nachher auch die Feedbacks geben, das heißt wiederum dieser Lernprozess, Feedback-Kompetenzen ausbauen, wertschätzend. Selbstaussage, ich habe wahrgenommen. Optional der Beziehungsaspekt hatte ich als Beispiel schon mal gemacht, hier nochmal Verstärker in unserer Zusammenarbeit als. Und jetzt kommen wir zu dem normalen Leben. Jetzt bin ich nicht bei einer Übung. Einwilligung einholen. Es gibt diverse Mitmenschen, die mir bekannt sind. Jetzt würde ich am liebsten dann sagen, hallo Mutti. Die geben mir ein Feedback, obwohl ich kein Feedback haben will. Im normalen Leben fragt bitte vorher nach, ob derjenige ein Feedback haben will und dann könnt ihr es dann ihm geben. Bei den Übungen, wenn ich im Training bin, klarerweise ist davon auszugehen, Juristen nennen sowas dann konkludente Handlung. Es gibt ein öffentliches und ein privates Feedback. Ein Beispiel, auch hier genannt, es gibt Personen, die schreiben in einen Forenbeitrag rein, was sie schlecht finden, und zwar unaufgefordert. Und vielleicht hätte man die Verbesserung vornehmen können, wenn man ganz einfach der anderen Person geschrieben hätte, du, mir ist das aufgefallen, schau dir das mal unter der Blickrichtung an. Da habe ich dann immer die böse Formulierung, das sind dann die Menschen, die gerne so auch nach dem Motto leben, seht her. Ich weiß es besser oder andere Aussage oder ich bin halt der Beste. Versucht das bitte zu vermeiden. Feedback erhalten. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ne? Eben haben wir gesagt, wir geben, jetzt bekommen wir. Ein Klassiker ist, man kommt auf die Idee und will sich rechtfertigen. Und da ist ein Nein und ein Ausrufezeichen dahinter. Wenn ich ein Feedback erhalte, keine Rechtfertigung. Nachfragen, ja, na klar, weil ich möchte ja ganz gerne auch die richtige Interpretation des Gesprochenen haben, also der Information, die ich erhalten habe. Eigene Triggerpunkte kennen, Triggerpunkte für diejenigen, die nicht aus dem IT-Bereich sind oder die ich das Buch gelesen haben, das sind so Stichpunkte und schon geht eine Bombe sinngemäß in der Rübe hoch. Mein Lieblingsfall war, als ich damals FIA-Leiter war, kam eine Mitarbeiterin sehr häufig zu mir. Und dann war die Aussage, Herr Klima, seien Sie doch mal so nett und ähnliche. Also, ah, ich bin immer nett. Bis ich dahinter gekommen bin, dass ich ankonditioniert wurde in meiner pubertären Zeit. Diese Formulierung, sei doch mal nett, das sei doch mal lieb. Das war ein Triggerpunkt bei mir und schon war eigentlich alles gegessen. Gut, wenn man sowas weiß, kann man dran arbeiten. Anderen Bereichen kann es sein, dass jemand die soziale Anerkennung ganz wichtig ist und er in dem Augenblick oder sie unpassend reagiert. Wichtig ist für mich klar werden, da ist was und dann kann ich damit umgehen. Und nicht immer gibt es Schokolade,
bedanken für ein zielführendes Feedback. Soweit der Part zum Einstieg, zum Warm-up. Kurze Möglichkeit, euch Fragen zu überlegen. Ich brauche meine Stimme, weil ich habe mir einen Infekt eingefangen. Meine Stimme braucht mal gerade Flüssigkeit. Okay, ich sehe keine Fragen. Dann ist es jetzt an der Zeit, dass ihr nämlich interaktiv mitgestalten könnt. Ich werde es vorneweg immer zeigen und ihr könnt dann bitte das mitmachen, weil dann haben wir nämlich genau den besten Durchlauf. Wir sind jetzt bei den Szenarien und wir sind beim Level 0. Ich habe verschiedene Level vorbereitet und da geht es jetzt erstmal darum, dass ich zu einer Arbeit, die abgegeben wurde, also ein Arbeitsergebnis, zustimme oder ablehne. Kommt der Teilnehmer, die Teilnehmerin in den Kurs hinein, in die Aktivität und ich habe noch nicht die Vorbereitungsphase abgeschlossen, dann wird nur dieser Bereich hier grün angezeigt. Ihr seht, es gibt dann noch vier weitere Phasen. Die Einreichungsphase, kann man sich schon denken, da reichen die Leute ihre Arbeitsergebnisse ein. Die Beurteilungsphase, da werden sie dann beurteilt von anderen. Die Bewertungsphase in dem Augenblick, da wird es nachher ausgewertet von den Daten. Und die Phase geschlossen, dann ist die gegenseitige Beurteilung auch abgeschlossen. In der Vorbereitungsphase sehen wir jetzt dann die Beschreibung, nämlich unter der Überschrift, dass ich hinterlegen kann, welche Ziele werden damit verfolgt, was sind für Rahmendaten in dem Augenblick. Und das trage ich als Trainer oder Trainerin. Da sind wir jetzt in der Rolle Trainerin und gucken wir uns jetzt einmal an, wie schaut das jetzt als Trainer aus. Im Hintergrund habe ich nämlich eine andere Ansicht. Welch ein Glück, die fünf Felder sind die gleichen. Aber ich habe andere, mehr Informationen. Wenn ich eine gegenseitige Beurteilung anlege, ich rufe die Einstellungsseite auf und kleiner Tipp, gewöhnt euch an, alles aufklappen. Also meine Wunschfunktion, die ich mal beschreiben müsste, ich kann im Profil einstellen, alles aufklappen, damit dann immer alle Bereiche gleich da sind. Zumindest in den Trainings war das immer recht gut. Moodle Standard und Allgemeines, ich gebe einen Namen ein. Ich habe in der Beschreibung das, was ich jetzt hier gerade habe, wieso, weshalb, warum. Ziele, die Rahmendaten. Wir haben unseren Editor, mit dem wir arbeiten können. Wir haben die Möglichkeit, dann Punkte zu vergeben. Bei diesen Punkten gibt es eine sogenannte Bewertungsstrategie. Hier kann ich auswählen zwischen aufsummierte Bewertung, Kommentare, Aussagen, Zustimmung und Ablehnen, Bewertungskriterien. Alle vier Beispiele. Alle vier Bewertungsstrategien habe ich vorbereitet in anderen Szenarien. Wir haben jetzt Aussagen zustimmen und der Nutzer kann jetzt ähnlich wie bei einem Test oder einer Aufgabe hier maximal 100 Punkte kriegen. Wir können natürlich ihm auch weniger geben. Die Bewertung für die Beurteilung behandle ich nachher bei dem letzten Beispiel. Ganz ehrlich, ist nicht unbedingt der, ich bin da nicht der große Fan davon. Erschwert euch das Leben und die Teilnehmer verstehen das häufig auch nicht unbedingt so gut. Kommen wir zu den Einstellungen der Einreichung. Das heißt, hier kriegen jetzt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Anleitung für die Einreichung. Vergleichbar wie im Aufgabenmodul kann ich auch dann eine Anleitung geben. Heißt Aufgabenstellung, was ist zu tun? Anleitung für die Einreichung, wie ist das zu tun? Und hier kann ich natürlich in der Handlungsanweisung auch gleich die Hinweise geben, wo die Leute dann raufklicken sollen. Weil ihr wisst, wo die bei alle Punkte sind, aber wissen das eure Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dann der Bereich der Hinweis zum Feedback. Das Arbeitsergebnis wird nach folgenden Kriterien betrachtet, ob die Vorgaben eingehalten wurden. Das würde ich mit reinschreiben, weil es ganz einfach damit auch für die Teilnehmer es erleichtern. Jetzt hier für uns heute im Webinar gibt es einen Text, den ihr nachher bitte dann kopiert und als Aufgabe, als Einreichung vornehmt. Das war die Einleitung. Bei den Einreichungstypen haben wir die Möglichkeit zwischen einer Texteingabe, Klammer auf, ihr seht, das ist aktiviert, und oder Dateianhang zu machen.
Verspätete Einreichung gibt es bei mir nicht. Das ist ähnlich wie beim Gericht. Ist die Zeit um? Ist sie um? Ist das Urteil? Hat keinen Widerspruch gegeben. So, da war das. Nächster Bereich sind die Beurteilungseinstellungen, nämlich die Hinweise, auch wiederum Aufgabenstellung, was soll ich tun? Dann eine Anleitung vielleicht, ne? Auch wiederum Handlungsanweisung und vielleicht auch Tipps und Tricks, die ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern darüber geben kann. Das heißt, ihr habt hier wirklich die Gestaltungsmöglichkeiten, ob ihr nachher reingeht und sagt, ich mache da ein kleines Videotutorial rein. Also Text, Bild, Audio, Video, alles und H5P-Objekte, die vergesse ich immer ganz gerne, könnt ihr hier in die ganzen Hinweise dann mit aufnehmen. Gesamtfeedback-Modus habe ich deaktiviert, seht ihr nachher in einem anderen Beispiel und es gibt einen Abschluss, auch hier wiederum der Editor, wo ihr das Ganze realisieren könnt. In einem anderen Beispiel machen wir die Beispieleinreichung, deswegen jetzt nicht. Und bei der Verfügbarkeit habt ihr die Möglichkeit, das Ganze wie bei einer Aufgabe, wie bei einem Test zeitlich zu steuern. Ich habe es jetzt nicht eingestellt, weil ich wollte jetzt nicht das Leben mir hier heute noch schwerer machen, als es ohnehin schon ist. Soweit die Einstellungen. Und ich bin jetzt, habe das abgebrochen und ihr seht, ich kann hier zum Beispiel auch direkt draufspringen und bin dann hier bei der Beschreibung. Ja, das heißt, ob ich diese Texte hinterlassen habe, sehe ich in dem Augenblick an dem grünen Häkchen. Wir hatten eben den Punkt gehabt, dass sie sagt, ja, es gibt ja Kriterien, nach denen der Nutzer beurteilt werden soll. Tipp, ich übersehe diese Position leider sehr gerne. Deswegen habe ich jetzt aufgepasst. Beurteilungsbogen bearbeiten, das heißt, hier habe ich jetzt die Kriterien. Die Vorgaben wurden eingehalten und das, was ich euch hier unten hingeschrieben habe, jeweils sicherheitshalber, es gibt den Trick, dass ihr das eher in einer größeren Schrift H3, H4 macht, weil es sonst nachher schlecht auf dem Bildschirm zu lesen ist. Dann gibt es ein Wort für die Ablehnung, Zustimmung und die Gewichtung ist 1, weil wir könnten noch weitere Kriterien hinterlegen, brauchen wir jetzt einmal nicht. So, wenn wir gucken, Häkchen, 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 super, dann können wir jetzt zur nächsten Phase wechseln. Die muss ich mir jetzt die Einreichungsphase bestätigen. Weiter. Seht ihr? Ah, der grüne Balken ist da drüben gelandet. Und gucken wir mal nach, wie schaut es jetzt aus beim Teilnehmer. Wenn ihr jetzt die Seite bei euch auch aktualisiert, dann seht ihr in dem Augenblick die Einreichungsphase. Ihr habt hier unten nochmal die Anleitung für die Einreichung und bislang habe ich noch nichts eingereicht. Macht bitte jetzt eins, ihr kopiert den Text heraus für die Einreichung und oben findet ihr Einreichung hinzufügen. Solltet ihr wirklich solche Situationen haben, dass ihr sagt, wo ist der Button, wo ist die Funktion Fahrt nach oben? Einreichung hinzufügen. Dann seht ihr das noch einmal und könnt jetzt einfach den Text hier reinmachen. Wie gesagt, das kann Text, Bild, Audio, Video sein. Und ich mache jetzt meine Bezeichnung, wird 15:36 Uhr. Ihr könnt gerne einen anderen Titel vergeben. Ähnlich wie bei der Aufgabe, Änderung speichern. Und schon seht ihr, was ihr eingereicht habt. Und ihr habt die Möglichkeit, dann auch die Abgabe nochmal zu bearbeiten oder sogar zu löschen. Ich warte einen kurzen Moment ab. Gut, dass wir es interaktiv haben, so kann ich wenigstens zwischendurch mal den Ingwertee trinken. Ich bin jetzt wieder als Trainer, Trainerin angemeldet, lade die Seite neu. Hier sehe ich jetzt Einreichung zuordnen. Das heißt, ich habe 203 Nutzerkonten im Kurs. Wir haben 7 eingereichte Arbeiten und 7 muss ich noch zuordnen. Gucken wir nochmal nach, ob noch jemand. Ah, jetzt sind es 8 geworden. Dann warte ich noch einen Moment ab. Respektive kann ich dann im Zweifelsfall nachher auch das nochmal Nachbau machen. Wir bleiben bei 8. Okay. Jetzt haben wir den Punkt, dass wir hier
sagen können, Einreichungen zuordnen. Und das Scharfe ist, okay, da ist Admin-Didaktik mit reingekommen, da hat jemand ein anderes Nutzerkonto genommen, okay. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich muss jetzt nur kurz schauen. Augenblick kurz, bitte. Ach, wir versuchen es einfach. Jetzt kann ich hineingehen, zufällige Zuordnung machen und kann jetzt sagen, die Person, die die Arbeiten beurteilen sollen, soll eine pro Einreichung dann nachher sein. Könnte jetzt die aktuelle Zuordnung nochmal zurücksetzen, Jump Änderung speichern und jetzt seht ihr in dem Augenblick, dass 111, 105 zugeordnet ist. Das heißt, ihr habt hier immer genau die Paare, wer jetzt zugeordnet wurde. Und wenn ich oben wiederum auf gegenseitige Beurteilung klicke, dann sehe ich in dem Augenblick jetzt hier, wer wen beurteilt. Wie gesagt, bis auf den Admin-E-Didaktik, da klappt das dann in dem Augenblick nicht, weil Admin-Rechte. Gut, jetzt macht ihr bitte eins. Wenn ich nämlich nach der Einreichung zuordnen zur nächsten Phase gewechselt bin, bestätige das. Und wenn ihr jetzt einmal in euer Nutzerkonto geht, geht oben bitte auf zum Kurs, ruft nochmal unser erstes Beispiel auf, dann seht ihr hier die Beurteilungsphase, ich soll andere Teilnehmerinnen bewerten. Diese Bewertung ist jetzt in dem Augenblick unter dem Bereich. Heißt, irgendwann, höchstwahrscheinlich wird jetzt Mary gleich sagen, okay, da fangen wir ihn ein. Irgendwann sollten wir einmal nochmal über, wo sind die Button mal oben, sind sie mal unten und wie das Ganze ist, wäre mal eine interessante Qualitätssicherung für die Zukunft. Beurteilen. Und jetzt sehe ich in dem Bereich hier unten die Sache, die ich beurteilen soll. Und jetzt können wir bitte das einfach machen in der einfachsten Form, ja, nein. Und wir haben die Möglichkeit, auch wiederum einen Text zu hinterlassen. Da ist er bei mir. Speichern und schließen. Unten seht ihr jetzt, dass ihr das bewertet habt. Ich warte wieder einen Augenblick ab. Also wer es jetzt übersehen hat, nochmal in Level 0, dann ein Stück weit runterscrollen. Beurteilen, auswählen und dann sollte das Ganze gehen. So, mir fehlt im Augenblick. Ist alles da, da ist keines. Wenn jetzt in dem Bereich das erledigt ist, können wir in die Bewertungsphase wechseln. Sollte noch jemand gerade beim Beurteilen sein, bitte jetzt entweder Mikrofon auf oder in den Chatkanal rein. Weil wenn ich die Phase wechsle, geht nichts mehr. Bewertungsphase ab hinein. Und jetzt gucken wir. Schauen wir uns das nochmal aus der Teilnehmersicht an. Null aufgerufen. Ich bin hier, ich kann also nichts mehr machen. Ich kann mir das zwar angucken, nicht, die Einreichung, aber bringt mich nicht sehr viel weiter. Jetzt muss der Trainer, die Trainerin, das Ganze halt neu berechnen lassen. Das heißt, im Augenblick ist es recht einfach, weil wir haben nur eine Einreichung gehabt. Ich sehe also jetzt hier genau, Bob hat 100 Punkte gehalten, weil wir haben ja nur Ja, Nein gesagt. Und da muss es wohl Nein gewesen sein, meine Annahme. Machen wir eins, wiederum oben, Bewertung neu berechnen. Ab dem Zeitpunkt sind jetzt hier die Bewertung für die Einreichung gesetzt worden. Wie gesagt, das ist jetzt die einfachste Form, die wir jetzt haben. Und die Bewertung für die Beurteilung haben wir auf 0 gesetzt, deswegen ist das gegessen. Haben wir fertig, Punkte für die berechnet, für die Beurteilung, Abschluss der gegenseitigen Beurteilung aktivieren. Den Text hatte ich vorhin schon hinterlegt. Gucken wir nach.
Und der Abschluss, da ist es. Den Text haben wir hinterlegt. Hätten wir es nicht hinterlegt, wäre es jetzt in dem Augenblick nicht mit dem grünen Häkchen gewesen. Wechseln wir zur nächsten Phase weiter und haben jetzt in dem Augenblick, wenn wir uns das angucken aus der Teilnehmersicht, die Phase ist geschlossen. Ich sehe meine Bewertung in dem Augenblick. Das wird immer angezeigt. Leider auch, wenn es die Bewertung für Beurteilung nicht gibt, könnte man optimieren. Und ich kann jetzt hineinschauen, dass ich mir meine Einreichung angucke, sehe in dem Augenblick, was ist der Text? Habe ich die Bewertung eingehalten? Ja. Und ihr seht jetzt schon, es ist besser, wenn man das dann wirklich mit H3 als Beispiel formatiert. Es ist auffälliger. Glaubt mir, ich habe so oft auf dieser Seite gesucht, wo steht das Kriterium. Und seitdem ich das auf groß geschrieben habe, ging es super. Und dann gibt es natürlich hier auch wiederum unseren Text. Das heißt, das ist jetzt wirklich der einfachste Weg, wie wir mit einer gegenseitigen Beurteilung mit Zustimmen oder Ablehnen arbeiten können. Zeit für den nächsten Punkt. Kommentieren. Wie gesagt, ich verlasse mich drauf, Fragen kommt da so rum rein. Jetzt geht es darum, dass wir sagen, okay, die Teilnehmer sollen etwas kommentieren und ich schalte schon mal die Phase frei. Jock. Gehe wieder in die Einstellungen hinein. Die Beschreibung oben ist die gleiche geblieben. Wir haben bei der Bewertungseinstellung Kommentare. Und wem das Ganze jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu schnell geht, es gibt ja die Aufzeichnung. Da könnt ihr euch nochmal das angucken. Und bei den Einstellungen für die Einreichung auch wiederum. Wichtig jetzt hierbei ist, ihr solltet nachher bitte eine Datei hochladen, weil das ist jetzt dann das andere Beispiel, dass wir nämlich mit Dateianhang arbeiten. Ihr könnt eine andere Datei nehmen. Ich habe euch das hinterlegt. Allerdings muss die Datei eine PNG-Datei sein. Da müsstet ihr schon drauf achten. Beurteilungseinstellungen, die Hinweise, auch wiederum das Feedback, Gesamtfeedback ist jetzt optional. Abschluss ist hinterlegt. Und gucken wir uns das mal an. Speichern und abbrechen. Wir haben alles gemacht. Alle Häkchen sind da. Die Hinweise sind da. Und den Beurteilungsbogen, den übersehe ich so gerne. Jetzt seht ihr hier das Kriterium, Ausdruck, auch wiederum mit dem Hinweis. Nächstes ist Inhalt. Die Teilnehmer sollen ja einen Text schreiben, Kommentar. Ne, und ich habe jetzt nur zwei Sachen in dem Augenblick hinterlegt. Das heißt, Kommentare in dem Augenblick abgebrochen. Ihr kennt das Spielchen schon. Sobald ich in die Phase wechsle, nämlich die Einreichungsphase, übermittelt ihr bitte eure Einreichung. Dazu die Datei herunterladen. So, hat er bei mir gemacht. Datei ist da. Ihr könnt, wie gesagt, auch eine andere PNG-Datei machen und Einreichung hinzufügen. Runterfahren. Ich nenne es jetzt bei mir Datei. Na gut. Es wird ja immer schlimmer. Datei. Und wenn ich jetzt noch das Download-Verzeichnis finden würde, wäre ich doch sehr gut. Dann holen wir uns das anders. Aus dem Download-Verzeichnis hole ich mir jetzt die Datei. Da ist es, die Moodle Academy, die Präsentationsfolie. Hochänderung speichern und das ist vergleichbar zu einer Aufgabe. Ne? Also immer noch mal, ja, wir haben viele Prozesse, die gleich oder ähnlich sind und damit sind wir fertig. Ich warte einen kurzen Moment ab, lade die Seite neu. Bislang haben drei Personen eingereicht. Ich hoffe, dass wir noch mehr als drei Personen in der Gruppe haben. So, ich warte noch einen Moment ab. Lasst mich nicht hängen. Ja, Okay. Wolfgang fragt, wo muss ich einreichen? Ja, die Einreichung, ich wechsle mal wieder in die Rolle des Teilnehmers.
Er hat's gefunden, ja. Okay. Und warum sehe ich das jetzt nicht, was du siehst? Ich bin jetzt so gerade irritiert. Ich gucke immer auf den Chatkanal und denke, na, da steht doch keine Frage bei dir. Gut. So, ich würde dann jetzt langsam wechseln. Beim nächsten Mal haben wir dann den Bereich, dass wieder Texte kommen. Sollte jetzt noch gerade jemand abgeben, bitte ich um Nachsicht. Ah, jetzt haben wir die vier voll. Vier Einreichungen haben wir. Mache eins, Einreichungen zuordnen. Manuelle Zuordnung könnte ich jetzt zum Beispiel machen oder ich mache wieder die Zufälle. Und zwar gibt es jetzt immer pro Einreichung einen. Da haben wir die vier Personen. Okay. Und jetzt wechsle ich die Phase, damit natürlich auch beurteilt werden kann. Und schauen wir uns das an. Ich habe es da. Hier unten ist es. Beurteilen, auswählen. Und ich kann jetzt hier einen Text hinterlassen. Den Kommentar. Das ist jetzt eine offene Fragestellung, wie wenn man das vorhin angucken. Das andere war ja geschlossene Fragestellung. Ne? Und da gibt es dann auch ein Lorem Ipsum. Und wir hatten das ja aktiviert, das Gesamtfeedback in dem Augenblick, dass das Ganze hier dann hinterlegt ist. Das war optional. Wäre es verpflichtend, würde das dann auch so gekennzeichnet sein. Speichern und schließen. Und damit habe ich das jetzt vorbereitet. Guck mal nach, wie weit wir sind. Ich glaube, da sind noch Beurteilungen möglich, Kommentare. Ansonsten bin ich jetzt so dreist und wechsle in die Bewertungsphase. Es ist immer wieder der gleiche Prozess, den ihr euch dann auch aufschreiben könnt. Das ist recht hilfreich. Jetzt kann ich sagen, ich möchte die Punkte neu berechnen lassen. Das ist immer so der Bereich, wo ich das dann abschließen lasse. Und ihr seht jetzt, hier ist sie für die Einreichung 0 Punkte, da auch 0 Punkte, weil wir haben ja auch nur mit Kommentaren gearbeitet. Abschluss ist hinterlegt. Zur nächsten Phase wechseln. Und wenn ihr euch das Ganze jetzt dann anguckt, wiederum in eurem Nutzerkonto, es ist geschlossen, 0 Punkte und jetzt, wenn ich hier meinen eigenen Eintrag wieder, meine Einreichung aufrufe, dann sehe ich den Kommentar zum Kriterium 1, zum Zweier und gegebenenfalls das Gesamtfeedback. Das ist natürlich schon eine höherwertigere Form des Feedbackgebens. Da muss man wirklich dann hineingehen, damit arbeiten. Okay. Wir können jetzt, damit wir die Feedback-Kompetenz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausbauen können, können wir auch hineingehen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Einreichung bewerten sollen. Es ist jetzt ein Bonus auch noch dabei. Es wird mit einer Blindbewertung gearbeitet. Gehe ich kurz wieder in die Einstellung hinein. Relevant ist, wenn ihr mit den Blindbewertungen arbeiten wollt, diese findet ihr dann später auch. Hier Hinweise zu den Rechten. Das, was ich gemacht habe, der Autorenname wird dem Beurteilenden nicht angezeigt. Und der Beurteilername, den habt ihr vorher nämlich nicht gesehen, wird dafür angezeigt. Nur, dass ihr einmal die Möglichkeiten habt. Das Ganze ist nachher dann über Berechtigung zu steuern, zeige ich gleich. Wir arbeiten mit Bewertungskriterien, also die nächste Stufe. Es gibt wieder 100 Punkte und bei den anderen Dingen gibt es jetzt nichts Neues, Überraschendes, deswegen gehe ich da mal nicht drauf ein. Bei dem Beurteilungsbogen, auch hier haben wir eine Beschreibung, die wir für das Kriterium machen können und dann gibt es halt die Möglichkeit, na ja, gut und sehr gut, ihr seht jetzt hier die Punkte, die es dafür intern gibt, die ich dann haben kann, der Ausdruck, gleiche Punkte. Und die Grammatik habe ich dann auch.
Die Kriterien kann ich horizontal darstellen lassen oder vertikal. Mein Beispiel horizontal. Schauen wir uns jetzt mal an, was da passiert. Bitte möglichst viele, weil das ist jetzt nur mit Copy and Paste in dem Bereich, das Beispiel wieder hinterlegen. Und zwar sind wir beim Level 2. Fahrt bitte einmal runter und jetzt haben wir hier einen Punkt, unsere Beispieleinreichung. Die könnten wir uns jetzt angucken. Da ist die Beispieleinreichung. Und im nächsten Schritt gilt es darum, dass ich die Beispieleinreichung beurteile. Das heißt, ich mir erstmal diese Kompetenz auch aneigne. Die Beschreibung, naja, die ist so, der Ausdruck, naja, Grammatik ist gut. Ja, also da habe ich jetzt das mal so rum eingeordnet. Wie gesagt, das Wichtige ist, dass ich anhand des Beispiels dort oben Gefühl für diese Beurteilung bekomme. Bitte im nächsten Schritt speichern und schließen. Dann gibt es eine Musterbeurteilung gegebenenfalls. Die war natürlich besser, aber wir haben es jetzt hier in dem Augenblick so rum beurteilt. Damit wir jetzt unsere Arbeit einreichen können, müssen wir zurückgehen. Und ab jetzt habe ich oben, jetzt seht ihr, warum ich manchmal irritiert bin, habe ich nun jetzt oben Einreichung hinzufügen. Und wir können hier die Einreichung, bitteschön, auch wiederum mit Lorem Ipsum vornehmen. Fertig. Ich warte wieder einen Augenblick ab. Und wie gesagt, der Charme von dieser Beispieleinreichung ist, dass die Personen vorneweg lernen, wie es mit der Bewertung, schon Beurteilung dann ist. Wechseln wir hinein in die Ansicht als Trainerin. 7 Einreichungen habe ich da. Okay. Dann mache ich die Zuordnung. Zufällige-Zuordnung und jeder. Ich mache mal im Augenblick, damit wir bei der Zeit bleiben, eine Einreichung. Okay. Fertig. Zurückgehen und in die Beurteilungsphase wechseln. Wenn ihr euch das jetzt anschaut, die Seite wiederum neu la ladet, dann seht ihr auch hier wiederum zur Beurteilung zugeordnete Einreichung. Bisher keine Bewertung. Und könnt das jetzt bewerten. Das heißt, ich habe hier oben den Text, wie bei der Beispieleinreichung, und kann jetzt hier meine Punkte als Beispiel darüber vergeben. Also eine ganz andere Qualität in dem Augenblick, aber auch wiederum geschlossene Frage. Aktualisiere das als Teilnehmer, als Trainerin, Entschuldigung. Warte noch einen kleinen Moment ab, da sehe ich, dass noch jemand die Bewertung nicht gemacht hat. Augenscheinlich. Oder es gab, nee, es muss null, die Bewertung nicht gemacht. Da. Und keiner sagt was, die Beurteilung fehlt. Dann gehe ich jetzt mal trotzdem weiter, sonst schieße ich von der Zeit zu sehr hinaus. In die Bewertungsphase wechseln. Weiter. Bewertung neu berechnen. Und dann seht ihr jetzt hier, welche Punkte sich daraus ergeben aus den Beurteilungen. Heißt, wenn jetzt natürlich da 5 Leute das beurteilt hätten, dann würde dadurch daraus eine Summe dann gebildet werden. Hier war es dann so rum, dass wir nur eine Beurteilung haben, deswegen dort. Im deutschen Sprachpaket wurde mal vor kurzem das in erhaltene Bewertung umgemünzt. Richtigerweise wäre erhaltene Beurteilung, nur nicht, dass ihr euch dann dort wundert. Gucken wir mal nach, ob wir alle drin haben.
Einen haben wir gehabt, der hat keine Punktzahl gekriegt, weil er nicht beurteilt wurde. Sollte jetzt das sein, dass man dann sagt, okay, da möchte nochmal etwas nachträglich gemacht werden, so könntet ihr auch in die Beurteilungsphase nochmal zurückgehen und dann den ganzen Prozess dann nochmal neu starten. Also das ist immer machbar, auch rückwärts geht. Schließen wir das Ganze jetzt ab. Gucken uns das als Teilnehmerinnen an. Dann sehen wir unsere Punkte. Und wir haben vorhin nicht gesehen, wen wir beurteilen. Das war der eine Punkt, den habe ich übersprungen. Und wenn ich jetzt meine Beurteilung angucke, dann sehe ich, durch wen ich in dem Augenblick beurteilt wurde. Das ist dann halt, ich erzähle das und dann ist das nicht. Na, dann ändern wir das doch mal. Keiner beschwert sich hier. Um solche Rechte zu ändern, gehen wir bei dem. Auf Rechte. Und dann gibt es den Trick, Teilnehmerin auswählen. Und dann haben wir einmal Autorennamen anzeigen. Das hatten wir verboten. Und jetzt sehen wir den Beurteilernamen anzeigen. Oh, das haben wir nicht gesetzt. Erlauben wir in dem Augenblick Beurteilernamen anzeigen. Speichern ab, gehen wieder zurück, laden die Seite neu und wir sehen, von wem wir beurteilt wurden. Also, ob Namen angezeigt werden oder nicht, als Beurteiler, als Autor, bitteschön schauen, das Ganze ist über Rollen und Rechte gesteuert. Damit habe ich jetzt diesen Punkt 3, Level 3, in dem Augenblick übersprungen, habe ich mit 2 zusammengefasst. Jetzt möchten wir ganz gerne, dass wir eine Einreichung haben, die wir für alle veröffentlichen. Um jetzt ein bisschen noch Zeit zu haben, mache ich das an dem Beispiel Nummer 2. Ich hoffe, das könnt ihr transferieren, dass ich nämlich dann jetzt diese Einstellung vornehme. Wichtig nachher ist, die Aktivitäten habe ich gesichert und ihr könnt die euch dann auch runterladen. Da ist das natürlich dann so rum, dass das dann passend ist. Jetzt würde ich ganz gerne das Beispiel ändern. Ich hoffe, ihr seid so flexibel. Gut, gegenseitige Beurteilung. Jetzt machen wir den noch einen Bonus drauf. Wenn wir in der Bewertungsphase sind, wichtig, das geht nur in der Bewertungsphase. Ganz wichtig für eure Notizen, wenn ihr Einreichungen veröffentlicht wollt, nur in der Bewertungsphase, habe ich mir maßgeblich ankonditioniert. Jetzt kann ich hineingehen und ich nehme jetzt mal diesen hier. Klicke auf die Einreichung, auf die Einreichung klicken und nun kann ich ganz unten eine Rückmeldung an den oder die Autorin machen und dort findet ihr den Punkt Einreichung veröffentlichen vor. Ich könnte jetzt auch sagen, dass die Punktzahl überschrieben werden soll oder ob ich eine spezielle Rückmeldung an den Autor geben will. Die wichtige Funktion ist die hier oben und die haben wir nur in der Bewertungsphase. Ab dem Zeitpunkt wird euch das hier auch in Blau gekennzeichnet, dass das in dem Augenblick offengelegt ist, dass das zu sehen sein wird. Gegenseitige Beurteilung schalte ich wieder, dass es geschlossen ist. Rufe die Seite erneut auf und was ihr jetzt habt, ist hier unten, dass es eine veröffentlichte Einreichung gibt. Also die eigene, die ich beurteilt habe, wo ich nicht weiß, wer es war. Und nun habe ich die veröffentlichte Einreichung. Es ist jetzt in meinem Fall nur pfiffigerweise die gleiche, aber ihr seht die Zweier, obwohl ihr nicht zwei beurteilt habt. Ja? Jetzt kommt ihr an dem Punkt an, dass ihr sagt, hallo. Da ist ja der Name zu sehen. Das finde ich jetzt nicht so charmant. Da könnt ihr euch schon vorstellen, Berechtigung. Über mehr Rechte wählt aus Teilnehmerin. Und dann können wir auswählen, veröffentlicht Autorinnen von veröffentlichten Beiträgen anzeigen, verbieten, speichern. Und wenn wir uns das Ganze jetzt als Teilnehmer angucken, tja, dann sehen wir nicht,
wer das eingereicht hat, so super kann das dann gehen. Und das hat natürlich wiederum einen höheren Lernerfolg, weil aus der Didaktik ist bekannt, dass wenn Leute andere beurteilen, in dem Augenblick, also ich meine, es ist qualifizierte Beurteilen, dann habe ich natürlich nochmal einen zusätzlichen Lerneffekt. Klar, ich kann in der Theorie auch was Falsches lernen, aber ich reflektiere das ja dem anderen und der Trainer, die Trainerin kann das jederzeit einsehen. Kommen wir zum Level 6. Wie gesagt, ich springe jetzt etwas, damit wir nachher bei noch ein bisschen Luft und Zeit haben. Ich habe das als All-in-One bezeichnet. Was ist jetzt hier der Unterschied? Hier wird es dann mit Punkten darum gehen. Das heißt, wir machen jetzt wirklich die Punkteebene und darunter. Bei den Einstellungen schaut das jetzt dann so rum aus. Es wird eine Skala geben. Hier an euch der Tipp, immer die gleiche Skala nehmen, also im 10 Punkte, weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sonst nachher, wenn ich meinetwegen das Maximum 5 habe und mal ist Maximum 10, da trafen die nicht. Ja, also deswegen einheitlich. Seht ihr gleich, wo das ist. Jetzt haben wir noch eins. Da unten ist dann schon der Link zu der Moodle Docs, wie das Ganze von der Bewertungsstrategie mathematisch ermittelt wird. Keine Sorge, damit quäle ich euch nicht. Das könnt ihr in Ruhe viel besser nachlesen. Jetzt ist es eine aufsummierte Bewertung. Ihr seht, wir haben die Phasen durch. 80% wiederum für die Einreichung, 20% für die Beurteilung. Ihr könnt genauso gut auf die Idee kommen, sagen, ich möchte 50-50 oder ich möchte 100-100. Man muss nicht in Summe auf 100 kommen, sondern man muss maximal jetzt hier 99, wo ist die 100 geblieben? Da ist die 100. Ich kann das Ganze auch so rum einstellen. Ja? Ich mache es jetzt hier, dass ich das mal bitte für einen Standard lasse, weil das ist immer der Klassiker 80-20. Bestehensgrenze haben wir nicht definiert. Wir haben die Einstellung für die Einreichung und auch hier wiederum der Hinweis zu dem Feedback. Dein Arbeitsergebnis wird nach den folgenden Kriterien betrachtet. Inhalt, Rechtschreibung, Grammatik. Es können jeweils maximal 10 Punkte erreicht werden. Und ich stelle gerade selber noch einen Fehler fest, man sollte dann auch noch die Gewichtung hinterlegen. Ich mache das jetzt hier nur einmal für uns hinein. In der Vorlage wird dann die Gewichtung nicht drinstehen, nur nicht, dass ihr euch dann wundert. Wir machen wieder einen Text, wir machen Texteingabe. Wir haben die ganzen Bereiche jetzt hier, da ist jetzt nichts Neues dabei. Deswegen kann ich da gut drüber hinweg machen, rennen, speichern und anzeigen. Gucken wir uns jetzt den Beurteilungsbogen an. Auch hier wiederum haben wir die Möglichkeit, mit Kriterien zu arbeiten. Auch hier wiederum denkt daran, das habe ich es nochmal dargelassen, H3 als Beispiel. Nun gibt es die beste Punktzahl. Ja? Und hier maximal 10 Punkte. Ihr könnt auch was anderes eintragen, nur ich würde bei der 10 eher bleiben. Die Liste ist sonst schon recht lang. Seht ihr dann gleich, wenn wir da drin sind. Jetzt haben wir als nächsten Punkt, dass wir eine Gewichtung machen können. Das heißt, der Inhalt wird nachher in der Gesamtbewertung und Beurteilung mit 10 gewichtet. Die Rechtschreibung mit 5 und die Grammatik mit 1. Ja, also darüber könnt ihr jetzt die unterschiedlichen Wertigkeiten eurer Kriterien steuern. Das war der Beurteilungsbogen. Wenn ihr nicht da unten auf den Beurteilungsbogen klicken wollt, habt ihr auch die Möglichkeit, ihn da oben aufzurufen. Hinweise haben wir hinterlegt. Jetzt geht es dann darum, dass wir in die Einreichungsphase wechseln. Ihr kennt das ja schon mittlerweile. Jetzt bitte in das Level 6 erstmal gehen. Ihr seht die Anleitung, euren kopierbaren Text und ihr könnt die Einreichung hinzufügen. Änderungen speichern.
Okay, jetzt sollte das AG zum Einsatz kommen, wie ich gerade feststelle. Dann ist meine Einreichung fertig. Und wir gehen wieder hinein, ab als Trainer, Trainerin, gucken uns das an, Einreichung zuordnen und können jetzt eins machen, dass wir hier zum Beispiel auch sagen können, zeitgesteuerte Aufteilung, das heißt, das würde nach dem Abgabezeitpunkt dann sein, oder eine manuelle, das habe ich noch in einem anderen Beispiel vorgesehen. Wir nehmen jetzt wieder die zufällige Zuordnung und ich mache es jetzt diesmal, dass ihr drei Einreichungen habt. Ich hoffe, dass genügend, ich gucke nochmal sicherheitshalber nach. Ja, wir haben genügend Teilenabgaben. Das war jetzt genau das Wichtige für mich. So, wir machen zufällig diesmal drei pro Einreichung. Der Standardwert ist immer sechs, drei, fünf. Also fast die Mitte, ne? Also fünf ist der Standardwert. Ich habe es bei mir hier auf drei eingestellt. Jetzt kriegt er wiederum das Protokoll, wer wie wo was. Weiter. Gegenseitige Beurteilung wieder vorne aufgerufen. Und jetzt sehen wir in der Liste in dem Augenblick hier auch die ganzen Kandidaten. Und wechseln wir in die Beurteilungsphase. Dann sehen wir auch, wer durch wen beurteilt wird. Ihr könnt es euch vorstellen. Ihr wechselt bitte wieder in euer Teilnehmerkonto, ruft Level 6 auf. Wir sind in der Beurteilungsphase. Jetzt findet ihr eure Beurteilung, Einreichung dazu vor. Der Teilnehmername ist wieder zu sehen. Und ihr müsst wirklich unten draufklicken. Ihr könnt nicht einfach jetzt oben starten. Beurteilen. Und dann macht das bitte kreuz quer, dass es mal 10 Punkte gibt, dass es mal einen Punkt gibt, dass es mal drei Punkte gibt. Kommentare könnt ihr hinterlegen, müsst ihr nicht. Wichtig ist jetzt hier an dieser Stelle die Sachlage mit den Punkten. Speichern und weiter. Dann habe ich den nächsten Kandidaten. Dann kann ich wiederum auch. Job. Das ist ähnlich wie im Aufgabenmodul, nicht? Da haben wir es ja auch, dass wir dann uns weiter durchbewegen können. Speichern und weiter. Und bei mir habe ich jetzt die dritte. So schnell geht es natürlich im echten Leben nicht. Speichern und schließen. Damit habe ich jetzt meine drei Beurteilungen, die mir zugeordnet waren, erledigt und ich warte jetzt noch einen Augenblick ab, dass ich das Ganze ihr dann auch hinterherkommen könnt. Okay. Wechsel in die Rolle des Trainers, der Trainerin. Schau noch mal nach, ob das dann klappt. In die Bewertungsphase wechseln. Wenn jemand noch dabei ist, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt zu schreien. Und jetzt haben wir hier genau unsere Informationen. Dann sehe ich zum Beispiel, Mainz hat in dem Augenblick 68 Punkte, 45 Punkte, 34 Punkte von den jeweiligen Personen erhalten, hat Punkte vergeben, 54, 64, 58 an diese Personen. Und gerade wenn ihr diese Form macht, würde ich auch vorschlagen, dass ihr die Beurteilernamen und auch die Autorennamen erstmal nicht anzeigen lässt, damit die Leute sich nicht untereinander erstmal austauschen, insbesondere Autorennamen. Ihr denkt daran, Rollen und Rechte waren das. Jetzt haben wir das vorbereitet und nun kann ich mir, das gibt dann immer so einen Bereich, standardmäßig ist, glaube ich, immer ausgewogen an, wer es jetzt in der Formel dahinter liegt. Welcher Algorithmus? Guckt dann bitte in die Moodle Docs hinein. Ich nehme jetzt ausgewogen, Bewertung neu berechnen. Und jetzt sind in dem Augenblick hier die Beurteilungen zur Bewertung überführt worden. Haben wir irgendwo was Einfaches? Nein, wir haben alles kreuz quer, schwierige Punkte. Sofern ich mich jetzt richtig daran erinnere, wäre es, könnt ihr mal den Rechner anschmeißen. 68, 45, das sind 73, 73 plus, das muss ich durch drei teilen. Okay. Kommt gleich.
Bei dem Zustand, den ich habe, sollte ich nicht Kopfrechnen machen, habe ich gerade festgestellt. Und es kommt wirklich, wenn wir das ausrechnen, der Wert 49 heraus. Also alle Positionen genommen, addiert und durch 3 in unserem Fall geteilt. Und hier, das ergibt sich nachher von den Abweichungen her, habe ich dann 20 Punkte, hier hat jemand 16 Punkte. Und da könnt ihr davon ausgehen, dass es Diskussionspotenzial dann gibt. Deswegen seid dann darauf gefasst, wenn ihr wirklich für das Beurteilen hier die Punkte vergeben wollt, dass ihr euch diese Formeln rauszieht, guckt, wie das Ganze funktioniert. Sonst ist es unerfreulich, dann lieber ohne diese Bewertung für die Beurteilung. Dann würde ich dann eher manuell nochmal im Nachhinein gehen und vielleicht eine Offline-Aufgabe dann bewerten. So, damit haben wir die Punkte berechnet und gemacht. Abschluss, zur nächsten Phase wechseln. Wir sind wieder als Teilnehmer drin, laden die Seite neu. Es ist abgeschlossen. Hier ist jetzt meine Bewertung übernommen worden. 68,67 Punkte, 19,92. Und ich sehe dann auch wiederum, von wem ich in dem Augenblick beurteilt wurde, wie die Bewertung dann ausgesehen hat. Und soweit der Weg, wie ich das Ganze darüber steuern kann. Jetzt ein kurzes Signal, könnt ihr noch, einen habe ich mindestens, den ich euch noch anbieten kann, wobei dem wir dann ein Präsenzseminar, okay, Wolfgang sagt, uff, okay. Dann mache ich das so rum, ich erläutere das Ziel, geht noch, okay, einer geht noch, oh, okay, ja. Gut, einer geht noch, dann machen wir einer noch. Jetzt gibt es den Bereich der sogenannten Offline-Situation. Was ist das für eine Situation, die ich mir da vorgestellt habe? Ihr habt ein Präsenztraining. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen halt in einem Übungsgespräch ihr Wissen anwenden. Und danach heißt es ja immer, dass die Seminargruppe dann Feedback gibt. Und da haben wir ja genau das Beispiel. Dieses Feedback geben muss ja nacheinander erfolgen und mit Moodle können wir das Ganze mit dem Bereich, mit dem Punkt wunderbar lösen, dass wir das Ganze dann über Moodle mit zeitgleicher Kommunikation erledigen, Heuwegelchen. Der Beurteilungsbogen hat jetzt auch wiederum ein Kriterium, Ausdruck, den Inhalt. Mehr Punkte gibt es nicht als Kriterien. Und es geht um Kommentare in dem Bereich. Ja, gucken wir uns auch die Stelle an. Kommentare, keine Punkte, weil es soll ja in dem Augenblick das Feedback gelöst werden. Und wir wollen den blinden Fleck, denkt daran, zum öffentlichen. Nicht zum öffentlichen Fleck, zum öffentlichen. Gut, da haben wir die Bereiche. Okay, speichern und zum Kurs. Das war nicht richtig, da wollte ich dorthin. Jetzt haben wir den Punkt der Einreichungsphase. Und in dieser Einreichungsphase habe ich jetzt dann die Situation, wir brauchen im gegenseitigen Beurteilung immer, dass der Teilnehmer eine Einreichung macht. Bei der Aufgabe kennen wir das ja, da können wir auch eine Offline-Aufgabe machen. Das geht nicht in dem Bereich der gegenseitigen Beurteilung. Da gibt es aber einen Trick. Ihr ruft bitte Level 5 auf, ist in der Einreichungsphase. Und nun machen wir eins. Der Teilnehmer kriegt die Anweisung, habe ich jetzt noch nicht hinterlegt, dass man zum Beispiel hier seinen Namen reinschreibt. Jetzt müsst ihr nicht euren eigenen, weil dann würde man ja die Anonymität hinmachen. Man kann da jetzt auch Händchen klein hinschreiben oder was euch noch einfällt. Ihr könnt die Uhrzeit nehmen und einen Vortrag nehmen. Das Wichtige ist, wir brauchen nur die Einreichung. Änderung speichern. Das ist wirklich rein ein Platzhalter
Und was dort nachher drin steht, ist nachrangig, weil es soll die Präsenzsituation beurteilt werden. Schauen wir mal nach, wie viele schon dabei sind. Drei habe ich aktuell. Vier. Fünfe. Ich kann zählen, ne? Aber nur, wenn es auf dem Bildschirm steht. So, jetzt sind sechs da. Und wir haben jetzt den Punkt der Einreichung zu kommen. Das läuft jetzt anders ab, als wie wir das normal gemacht haben. Nämlich, jetzt gehe ich hinein und würde sagen, okay, der erste Teilnehmer, den ich jetzt hier habe, ist der Teilnehmer 1 als Beispiel, so ausgerechnet meiner. Macht ja keinen Spaß. Wir nehmen mal diesen Teilnehmer hier. Und jetzt kann ich zum Beispiel hineingehen und kann sagen, schön, oben ist manuell ausgewählt. Und jetzt kann ich hier sagen, okay, da wähle ich aus, wer soll jetzt hier ihn oder sie beurteilen. Da würde ich jetzt dann alle Kandidaten nacheinander auswählen und würde dann, das ist natürlich bei der großen Zielgruppe, die wir jetzt hier haben, natürlich ein bisschen hinfällig. Aber darüber habe ich dann nachher die Möglichkeit, das genau zuzuordnen. Das müsste da mal gehen. So. Man kann die Leute auch sich selber pfiffigerweise zuordnen. Das seht ihr. Das ist ein bisschen Fleißarbeit und dann muss man sich daran erinnern, welche man schon zugeordnet hat. Lass das jetzt mal in dem Augenblick so dann schauen. Und wenn ich jetzt hineingehe und ja, den habe ich. Und ich jetzt dann der Vortrag abgelaufen ist. Er ist in dem Augenblick fertig. Dann sollte ich natürlich auch in die Beurteilungsphase wechseln. Und wenn ihr irgendwo an so einem Punkt seid, immer dran denken, habe ich diese Phasen hier gerade aktuell? Und jetzt sehe ich hier andere Teilnehmer bewerten. Es ist nur einer und verschiedene von euch haben auch einen, den sie bewerten müssen. Und könnten jetzt zum Beispiel hineingehen und hier das Feedback in dem Augenblick zum Ausdruck geben. Ja? Heißt, wie gesagt, nochmal an der Stelle, ich habe die Möglichkeit, dass zeitgleich alle Personen, die jetzt im Kurs drin sind, wie gesagt, wir haben hier mehr in dem Augenblick in der Beispielliste gehabt, dass alle Personen, die im Kurs drin sind, in dem Augenblick als Beurteiler hineinkommen und damit der Person, so wie in einem Präsenzseminar, dann das Feedback geben können. Was ich, das ist noch eine wichtige Voraussetzung, was ich in dem Augenblick vorschlage, ist, dass ihr dann in dem Augenblick auch hinterlegt, dass die Teilnehmerinnen, die Beurteilernamen angezeigt werden. Das hatte ich hier oben euch mit reingeschrieben. Ne, Beurteilernamen anzeigen, weil dadurch haben wir den Vorteil, dass ich nachfragen kann. Wir denken dran, nicht rechtfertigen, aber nachfragen. Und das kann ich dann wunderbar über diesen Weg aus meiner Sicht dann lösen. Und das war mit dem Bereich mehr Rechte. Ich wechsle dann immer ganz gerne Teilnehmer aus, dann ist diese Ansicht für mich immer besser. Und wir hatten dann das Beispiel schon gehabt, Beurteilernamen anzeigen, auf Erlauben gesetzt. Und schon weiß die Person, die wir gerade eben beurteilt haben, wer sie wie beurteilt hat. Soweit jetzt hier unser Weg durch die gegenseitige Beurteilung, durch das Thema in dem Augenblick von Feedback-Kompetenzen ausbauen. Mission gegenseitige Beurteilung. Und ich schalte jetzt einmal die Inhalte frei. Da war ja vorhin die Frage schon nach den Folien. Und jetzt möchte ich euch den Trick zeigen, der, ich finde es wunderbar in der neuen Moodle-Version. Ich habe die Möglichkeit, Massenbearbeitung da oben auszuwählen. Die ist bei mir schon aktiviert. Und jetzt kann ich genau hier die Häkchen setzen und muss nicht mehr durch alles durchklicken, sondern sage auf Kursseite anzeigen, anwenden. Ausgewählt, fertig und da oben seht ihr nochmal die Massenaktion. Und wenn ihr jetzt in den Kurs geht, die Seite nochmal neu ladet oben zum Kurs, dann seht ihr unter Aufwärmen auch die Präsentation.
Ein weiterer Punkt, den ihr dann unterhalb des Kurses noch sehen werdet, das schalte ich jetzt auch gerade noch frei, ist eine kleiner Augenblick. Eine wirklich eine kleine Linksammlung, wo ihr auch dann in die Anleitung hineinkommt. Und ihr habt dann auch eine Funktion dabei, dass ihr bei der Sicherung gleich dort unten die Sicherung der Szenarien habt. Und da werde ich auch noch eine PDF-Datei euch dann reinlegen, die die Standardeinstellung von den Rollen und Rechten in Moodle in dem Augenblick ist, wenn keine Veränderung war. Da habt ihr nämlich einen Überblick in dem Bereich zu sagen, okay, solche Rechte gibt es alles und die sind wie folgt dann eingestellt. Sieh zu, sie ist gerade mal noch auf dem Bildschirm kriege. So, wir haben eine Frage. Was ist der Vorteil von der gegenseitigen Beurteilung zur Aktivität Feedback, für die Teilnehmer mit Trainerrechten versehen ist? Ja, wenn ich den Teilnehmern das Trainerrecht gebe, können die zum Beispiel andere Feedbacks löschen. Ja, also ich müsste dann nochmal reingehen und sie könnten es konfigurieren, die Aktivität. Also von daher ist das aus meiner Sicht nicht unbedingt so optimal, wenn wir das Ganze darüber steuern würden. Aber da würde ich dann wirklich die gegenseitige Beurteilung machen. Das ist ähnlich, wie es ungut aus meiner Sicht ist, wenn wir das Verzeichnis haben in Moodle als Aktivität und dort auf die Idee kommen, dass die Teilnehmenden dann Trainerrechte kriegen. Sie können damit viel Schindluder verursachen. Ob absichtlich oder unabsichtlich, lasse ich mal außen vor. Also da würde ich dann schon, wenn es wirklich darum geht, Teilnehmerdaten zu bekommen, den anderen Weg gehen. Und ich habe eine Frage. Mike fragt, mit welcher Option sollte ich im schulischen Kontext einsteigen? 10. Klasse. Ich würde vom Start her wirklich erstmal damit beginnen, dass ich das Ganze mit dem Bereich der Zustimmung und Ablehnen, das heißt, wenn ich am Anfang der 10. Klasse bin und davon nicht ausgehen kann, dass die Schülerinnen und Schüler qualifiziert sind, zustimmen, ablehnen, dann würde ich als nächstes in die Stufe hineingehen zu kommentieren. Ja, sie sollen was schreiben, weil es ist ja eine höhere Kompetenz, die in dem Augenblick erforderlich ist. Und ich sag mal, so wie ich das auch hier von der Reihenfolge zumindest bei den ersten angedacht habe, dass das wirklich so levelartig sich nach oben entwickelt und vielleicht zum Ende der 10. Klasse ich natürlich hier in dem Augenblick dann reingehen kann, dass ich zum Beispiel auch mit Beispieleinreichung oder ähnlichem arbeite. Jetzt bin ich nur ganz gespannt, warum siehst du die Frage und ich nicht? Dankeschön. Da, wir haben noch 3 Minuten. Also noch einige Frage oder nähern wir dem Ende des Webinars? Also wenn wir keine Fragen haben, dann vielen Dank, Dag, für den interessanten Vortrag, das interaktives Webinar. Bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich noch erklären, wie Sie sich an der Moodle Akademie beteiligen können. Wenn Ihnen dieses Webinar gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich weiter engagieren und uns bei der Entwicklung der Moodle Akademie helfen. Sie können dies tun, indem Sie unseren Get Involved Kurs besuchen, den Sie auf der Startseite der Moodle Akademie finden. Sie können Ideen für neue Webinare und Kurse vorschlagen auf Deutsch und auch auf Englisch. Und über Ideen abstimmen, die bereits von anderen vorgeschlagen wurden. Und wir sind immer auf der Suche nach Community-Mitgliedern, die Webinare moderieren oder kurze Online-Kurse mitgestalten möchten.
Und wir würden uns freuen, wenn Sie uns helfen würden, die Moodle-Akademie noch umfassender zu gestalten. Wenn Sie also die Möglichkeit haben, können Sie in den Kurs Translate Moodle Academy mitmachen und uns helfen, unsere Kurse und Webinare in andere Sprachen zu übersetzen. Und das ist für mich sehr wichtig. Und bitte helfen Sie mit, Moodle Akademie bekannter zu machen, indem Sie Ihren Kollegen von unseren Kursen und Veranstaltungen erzählen. Wenn Sie einen Kurs abschließen, erhalten Sie ein Badge, ein digitales Abzeichen. Pädagoginnen und Pädagogen sollten über eine Teilnahme am Moodle Educator Certificate nachdenken. Sie können das Quiz, den Test Are you ready for MEC? Sind Sie bereit für den MEC? Absolvieren und einer unserer zertifizierten Partner, Moodle Partner, wird Sie durch den Zertifizierungsprozess begleiten. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ich hoffe, dass Sie diese Informationen hilfreich fanden und hoffe, Sie in unseren kommenden Webinaren auf Deutsch und auch auf Englisch wiederzusehen. Also, ich werde die Aufnahme jetzt beenden. Vielen Dank an alle für die Teilnahme und ein besonders großen, riesengroßen Dankeschön an Dag. Bis bald.